Es sind, wenn man sich das ganze Feld anschaut, viele Linien eingezogen wurden, wohin die Aufarbeitung gehen soll. Wir haben aus unserer Messung aus vieles angesprochen, in den Blick der Öffentlichkeit gebracht. Und es hat auch viele Anregungen gegeben, das wissenschaftlich zu hinterfragen. Es sind ja viele Expertisen ausgelöst worden, alleine durch die Anhörung. Ich glaube, wir hatten 37, sage ich jetzt. Das ist natürlich ein Riesenarbeitspensum und das muss verkraftet werden. Und ich bin eigentlich im Nachhinein ein bisschen zufrieden mit mir, dass ich dabei sein durfte und noch dabei sein konnte und am Ende ein Stück weit eben mit dazu beigetragen zu haben, dass sich so ein Bild gezeichnet hat. Wir haben die öffentliche Diskussion versucht, ein bisschen anzuregen. Aber was über die Jahre hin, 30 Jahre, ist ja ein Zeitraum, wo vieles zusammengetragen wurde, wo vieles aufgehellt worden ist, wo es noch Berichte gab und was weiß ich alles, dass man das vielleicht nochmal zusammenbindet und nochmal wieder in größeren Fachpublikum zugänglich macht und dort nochmal versucht, sich eine Meinung zu bilden. Also ich denke, das wäre eine gute Geschichte. Und dort kann man eigentlich auch den anderen, das andere Thema ein Stück weit ansiedeln. Die Entwicklung, die es jetzt gibt, in Deutschland generell, in Ostdeutschland verstärkt, ist sicher auch ein bisschen von der jeweiligen Biografie der Leute abhängig, was wir hier erlebt haben. Bei der vielfältigen Auswahl an Themen, die wir uns da vorgenommen hatten, war es einfach notgedrungen, dass nicht alles mit der gleichen Leuchtkraft ausgeleuchtet werden könnte. Da sind sicher einige Dinge in Vergessenheit geraten. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, wir hätten noch stärker die unterschiedlichen Formen des Widerstandes herausgearbeitet, auch die internationalen Beziehungen, die es gab zu anderen Widerstandsgruppen in Ungarn, dort in Polen, das und das. Das war vielleicht ein bisschen kurz. Und ich hätte mir stärker gewünscht, wir hätten mehr Impulse ausgesendet, die in die politische Bildung hätten einfließen können. Wenn man heute anschaut, wie die Jugend mit der ganzen Thematik umgeht, da ist also sehr viel von Wissen, was eigentlich da ist, aber in den Hintergrund getreten. Wir hätten Formen suchen können oder müssen vielleicht sogar, um das stärker nochmal anzusprechen und versuchen, in die Lehrpläne angemessen einzubinden. Das greift mir ein bisschen zu kurz. Also ich denke, das wäre eine gute Anregung gewesen, so eine Stiftung einzurichten. Ich bin noch Mitglied in der Stiftung und bekomme immer die Einladung und habe demzufolge auch einen recht guten Überblick, welche Themen noch angesprochen werden, welche Arbeit da geleistet wird. Und das ist also ein sehr vielfältiges Bild. Das würde ich jetzt nie missen wollen. Das sollte dazugehören. Und eben auch gerade aus der Stiftung heraus könnten dann Impulse gesetzt werden, um das stärker in die allgemeine politische Bildung einbinden zu können.